Okay, Spiel wird sogar schon direkt erkannt, das ist natürlich perfekt. Perfekt, perfekt. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich muss mal kurz die Kamera einstellen hier, oder? Irgendwie. So, passt das besser? Ich glaube, Moment. So, ist das besser? Ich glaube, das passt besser. Ja, so. Ja, einen wunderschönen guten Tag an dem heutigen Dienstag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Euch geht soweit gut. Genau, es geht weiter in Horizon Forbidden West. Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen. Ich muss das mal hier leise machen. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, wir hatten ja Gaia jetzt zum Ende zum Leben erweckt. Wir haben ein bisschen mit ihr gesprochen. Genau, unsere Aufgabe ist es jetzt quasi, Aether zu befreien. Genau, das ist jetzt die Quest. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe erstmal wieder hier, weil hier sind nämlich noch drei Nebenmissionen. Die würde ich tatsächlich erstmal gerne machen. Mit dem Hintergedanken, dass ich Ausschau halte nach Waschbären. Genau. Denn Waschbär brauche ich. Waschbärfell? Waschbärknochen? Irgendwas vom Waschbär. Die brauche ich für die Erweiterung von meinem Köcher. Hallo Droggy. Alles klar bei dir? Ach, Kanuke ist auch da. Hallo, schönen guten Tag. Hoffentlich geht's euch gut. So, so, da ist an dem Quest. Da. Okay, dann mache ich erstmal die da hinten. Ah, hey, ich kann mal kurz gucken, was ich genau dafür brauche für den Waschbären. Woanders wohl liegt das? Ja, woran kann das wohl liegen? Ich weiß es nicht. So, Jägerpfeil, doch, Jägerpfeil ist richtig. Waschbärhaut. Okay. Waschbärhaut. Die sollte ich doch bekommen. Ich kann doch bestimmt. Oder? Hier bei Notizbuch. Nee. Maschinenkatalog, das brauche ich ja nicht. Ja, hier ist das Känguru. Was ist das hier? Der Grimmhorn. Ach ja, genau, das war dieser Erdgott. Waschbärhaut, du kannst doch. Ja, leider doch. Ich muss. Es tut mir leid, ich muss. Ich versuche es schnell zu machen, damit sie nicht leiden. So, Sammelobjekte, nee. Ich dachte, ich könnte hier nachschauen, wo ich die bekomme, aber anscheinend nicht. Statistiken, Tutorials, nee. Leider nicht. Rohstoffe. Oh, ich habe wieder viel zu verkaufen. Aha. Komm her, ich möchte was verkaufen. Ich sag's dir, ich werde dafür nicht genug bezahlt. Erst Dornrücken und jetzt Tenakt die Pfahllicht angreifen? Wir hätten uns nie mit den Tenakt anlegen dürfen. Du solltest dich lieber gut ausstatten. Es ist hier jetzt viel gefährlicher als zuvor. Gute Reise. Als ob hier irgendwas gut wäre. Nur der dunkle Weg ist der gute Weg. Du wirkst? So, verkaufen. Da. Alles verkaufen. Eine Uhr nützt mir bei diesem Spiel gar nichts. So. Dornrücken. Für irgendwas brauchte ich doch diesen Dornrückenstoßzahn, oder? Brauchte ich den nicht für den Bogen? Waffenupgrades? Nee, Krallenschreiter, Klingenschweif. Alles klar. Hat ein Fujo, ja, anscheinend. Hoffentlich war er aber lecker. Ich meine, grüne Sachen sind ja meistens gesund. Breitschlund. Okay, Krallenschreiter habe ich noch nicht. Na gut. Dann Nebenmission und Waschbär. Ist das? Einfach ein Hocker. Alles klar.
So, Monsieur, wie kann ich dir helfen? Was ist passiert? Anruf heißt er. Anruf. Ist mir passiert. Das war nicht der letzte Unfall, wenn Ulvand weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratz am Flussende. Ich hatte Corwin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt, aber Ulvand hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Oder schlimmer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. So, was fehlt dir denn, mein Guter? Also bei einem Einsturz verletzt? Ja, vor ein paar Tagen. Deshalb ist mein Bein jetzt kaputt. Corwin und die anderen wollten eine neue Ader öffnen. Ich war woanders beschäftigt. Durch ihre Sprengung brach der Tunnel ein, in dem ich war. Ich wäre vielleicht rausgekommen, wenn ich nicht so todmüde gewesen wäre. Wir wollten zu viel und das zu schnell. Und du fürchtest, dass es nächstes Mal nicht so glimpflich für Corwin und die anderen ausgeht? Mhm. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Irgendwas mit den anderen? Und das sagen. Die Minen gehören doch den Kaja. Erzähl das mal Alvand. Er hat Geld in ihre Ausbeutung gesteckt. Als ob sie ihm wären. Feuer und Spucke. Er denkt, wir gehören ihm auch. Ja, Ulvund ist irgendwie eine ziemliche Pfeife. Unser Vorarbeiter und ein verdammt guter. Einer, der weiß, wie man mit unvernünftigen Bossen umgehen muss. Aber Ulvund, der geht über Unvernunft weit hinaus. Corwind hat versucht, ihn zu beschwichtigen. Er gab sich die Schuld an meinem Unfall. Dabei hat Ulvund die Zusatzschichten verlangt. Ein guter Mensch also. Immer die Überstunden. Auch die Überstunden und alles andere in Kauf. Wenn die ganze Mine instabil wird, dann lieber ein wütender Ulvund als tot unter Geröll liegen. Ja. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Danke. Na klaro. Das mache ich doch gerne. So, das hier, ne? Ist das hier die Dornrücken? Ach, ich habe hier noch eine Nebenquest offen. Okay, gut zu wissen. Kann ich dann auch noch gleich machen. Nordöstlich, genau da. Gehört den Kaja. Okay. Ja, macht natürlich Sinn, weil ich kam ja von... Warte mal, von wo kam ich denn eigentlich? Ach genau, hier ist diese Bahn, dieser schwarze Strich. Okay. Alles klar. Also muss ich jetzt mal hier raus. Da. Okay. So, das ist ein Wildschwein. Aber ich brauche natürlich Waschbär. Waschbär werde ich wahrscheinlich wieder überhaupt nicht finden. So wie ich das Spiel kenne. Was bist du da? Ein Häher. Was auch immer. Häher. Achso, ein Vogel, okay. So, da ist noch ein Wildschwein. Na gut. Oh. Das war ein starker Hit. So. Ach ja, genau. Und ich habe, ich weiß jetzt, oder man hat mir gesagt, dass... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, diese Skills hier, die so ein bisschen mit so einem Muster drumherum haben, die sind wohl vom DLC. Also mit dem DLC kamen tatsächlich neue Skills. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Bin ich auf dem richtigen Weg? Yes. So, das sind diese Viecher. Sollte ich eigentlich mal mitnehmen. Ich glaube, ich könnte hier auch mal versuchen, mich anzuschleichen, oder? Zumindest einen könnte ich... Eine Maschine, die Jäger tötet. Friedlicher als normale Maschinen. Einen könnte ich auf jeden Fall still erledigen. Ja, da rechts wird zum Problem. Oh, der schaut aber nicht her.
Der hat überlebt. Oh mein Gott. Oh Gott. Wieso hat er das überlebt? So. Okay. Aber es war doch ein stiller Schlag. Hm. Wieso tötet ein stiller Schlag nicht mehr? Ich will das da hinten abschlagen. So. Sehr gut. Sprengpaste. Ich glaube, Sprengpaste klingt erstmal so, als ob wir das auf jeden Fall irgendwann noch gebrauchen werden für ein paar Bömpchen. Wildschwein. Wildschwein. Na toll. Wildschwein. Überall nur Wildschwein. Es kann nicht sein. Ja, die ganzen Wildschweine hier. Keine Waschbär. Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Hm. Dass ich aber nicht gucken kann, wo ich Wildschweine finde. Ja, da, toll. Wo ich Waschbären finde. Irgendwo habe ich einen gefunden, weil ich habe ja schon einen Fell. Aber ich hätte mir mal merken sollen, wo ich das gefunden habe. Hier oben gibt es doch bestimmt eine Abkürzung, oder? Das sieht sehr verdächtig nach einer Abkürzung aus. Hier, oder? Ich kann mich da hochziehen. Okay, und nun? Komme ich hier irgendwie hoch? Ah ja, hier, okay. Alles klar. Also geht's die Abkürzung über den Berg, ne? So. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Einfärben? Auch. An dem Ort, wo Arnolfs Leute sein sollen. Ach nein, eine Metallblume. Die kann ich natürlich noch nicht nutzen. Wie komme ich jetzt hier am besten runter? Ah ja. Sehr gut. So, da ist die Mine. Es sind auf jeden Fall keine Maschinen in der Nähe. Da sind die Bergarbeiter, okay. Alles klar. Let's go. Muss die Mine sein, die Arnolf gemeint hat. Die Ach, da hinten sind Probleme zu haben. Maschinen. Okay, nochmal kurz gucken. Das ist nur das eine Wildschwein. Okay. Okay. Freundchen, ich bin da. Ich helfe euch. Das ist wohl der Vorarbeiter. Arnolf hat ihn erwähnt. Corvent, ah ja. Alles okay? Ja. Ja, okay. Danke, Corvent. Corvent? Arnulf schickt mich. Ich... Nicht. Nicht jetzt. Vorsicht. Was ist passiert? Explosion in der Mine. Wasser. Alles ist überflutet. Meine Leute sind noch... Sind noch da unten. Ich muss weiter. Du hast genug getan. Bist du verletzt? Ja. Er ist offensichtlich verletzt. Es geht um die anderen. Bitte. Ich muss genau wissen, was passiert ist. Wir haben kontrolliert gesprengt, um neue Adern im Berg zu finden.
Irgendwas lief schief. Ich muss da rein. Ja, nee, ich mach das schon. Wie viele sind noch da unten? Corvent, wie viele? Zwei, glaube ich. Der Arme. Noch zwei. Ich tue, was ich kann. Okay. Let's go. Purpurne Engstelle. Oh, ich werde hier zu einem Eiszapf. Ich muss die Bergleute finden. Schnell. Oh, jetzt muss ich auch noch tauchen. Okay, wie war tauchen nochmal? Habe ich wieder vergessen. X, glaube ich, ne? Ja. Oh. So, da ist direkt was. Das will ich haben. Und ich sollte mal auftauchen. Hallo? Hört mich jemand? Aha. Okay, ich muss da durch. Ist klar. Ah, ich kann mich an so Gegenständen festhalten. Die Bergleute. Cool. Ah, hallo. Da bin ich. Ja, der hält sein Bein, das ist nicht so gut. Seid ihr okay? Wer bist du? Corvin schickt mich. Seid ihr verletzt? Oh, mein Bein. Ich war zu nah an der Explosion. Was ist passiert? Wir haben im hinteren Tunnel gesprengt, aber die Stützen hielten nicht. Und er brach ein. Ich glaube, der Ablaufschacht ist blockiert. Das Wasser floss so schnell hier rein, wie ich Bier trinke. Wir konnten uns knapp hierher retten. Irgendetwas hält das Wasser also in den Tunneln. Was überlegst du? Ich habe eine Idee. Gibt es hier noch Sprengstoff? Bist du verrückt? Ja, da ist noch welcher oben. Aber du brauchst Zündschnüre. Bist du verrückt? Du bist verletzt. Und ich lass dich nicht hier. Schlimmer kann sich's ja wohl nicht machen. Ihr wartet hier. Alles klar. Ich muss herausfinden, was den Ablaufschacht blockiert. Und es hochjagen. Hoffentlich ohne... Ja, hoffentlich ohne dass mir alles auf den Kopf fällt. Ja, los. Tauch auf. Okay. Ja, was war der Grund dafür? Wenn ich an den Sprengstoff da oben rankomme, kann ich den Schutt vielleicht wegsprengen. Okay. Ja, und ich sehe auch direkt da zwei lilane Sachen. Das ist doch schön. Wie komme ich da nach oben hin? Kann ich mich an den Dingern da festhalten? Auf jeden Fall sehe ich hier so eine Leiter, an die ich nicht rankomme. Schade. okay. Gut. Hier komme ich aber hoch. Kann ich hier lang? Okay, nee. Da unten ist was, das möchte ich jetzt auch noch mal kurz einsammeln. Man kann ja gar nichts sehen hier. So. So. Genau, hier kann ich hoch. Einmal. So, hier zweimal. Okay, da geht's lang. Gut. Okay. Aha. Wusste ich doch, dass sie Maschinen sind. Wusste es.
So, okay, vorbeischwimmen. Da unten ist was, das möchte ich haben. Ich muss vor allem an die Luft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Und dann, das hole ich mit mich noch einmal. Da ist es. Gut, da wird man ja echt angespannt. Unter Wasser. Nein, nicht. Lass dich fallen, bitte. Genau. So. Dann schwimme ich immer weiter. Aha. Oh no, hier ist keine Luftblase. Oh oh. Hier. Gut. Alles klar. So, ich muss hier hin. Okay. Oh. Ja, das ist schwierig. Siehst du mich? Ich wurde entdeckt. Schade. Strong. Okay. Ich glaube, das waren alle. Jetzt muss ich einen Weg rausfinden. Sehr gut. Sogar noch eine Gräberklanghülse bekommen. Na gut, dann hat das Vorbeischleichen ja nicht ganz so funktioniert. Ich sollte diesen Gleisen folgen. Vielleicht führen sie zum. Kann ich das einsammeln? Nee, kann ich nicht. Oh. Was ist das? Das macht mir keinen Schaden, okay. Interessant. Okay. No. Zieh dich hoch. Ah, ja. Mal sehen, wohin sie führen. So, was ist hier? Metallscherben und nochmal einen alten Zahnstocher. Hm. Lecker. Wie viele Tränke habe ich? Dreimal einen kleinen Gesundheitstrank, okay. Und ein paar Fallen, okay. So, einfach weiter runter. Scheint so. Hier ist nichts weiter. Okay. So. Ja. Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. So und so. Mhm. So, aber wie komme ich jetzt an die Dinger darüber? Vielleicht muss ich den erstmal hier runterschieben. Hoffentlich. Alles klar. Jetzt das ganze Wasser weg. Gut. Schätze, er hat mich entdeckt. Oh, hallo. Meine Chance. Cool. Da ist noch einer. Da ist sogar so ein Viech. So, kein Problem.
So. Das war will noch jemand? Jetzt sehe ich nach den Bergleuten. So. Jetzt müsste ich auch dann nach oben kommen. Eigentlich. Die Frage ist jetzt nur, wie? Wie komme ich da nach oben? Komme ich hier hoch? Wie komme ich hier noch? Hier komme ich nicht hoch. Ich muss ja irgendwie da nach oben kommen. So, Ah, doch, ich glaube, ich weiß wie. So. Und jetzt komme ich da bestimmt da nach oben, ne? Genau. Und jetzt kann ich mit dem Seilding hier darüber gehen. Oh yeah. Super Sache. Altes schwarzes Armband, okay. Also auch wieder Sachen zum Verkaufen. So, da ist auch noch was, aber das kann ich hier einfach so runterschieben. Sehr gut. Cool. Dann war es das hier soweit. Also kann ich jetzt hier weiter. Hoffentlich geht es denen noch gut. Das wissen wir nicht. Nein, ich bin noch am Leben. Überraschung. Schafft. Ich dachte, du wärst Konfetti. Kommt ihr beide jetzt zurecht? Ich bring den Idioten hier raus. Keine Sorge. Danke. Kehre zu Corwin zurück. Alles klar. Dass Corwin wissen, dass es ihm gut geht. Und hier war, glaube ich, nichts weiter, ne? Doch, nee. Doch, Feuerglimmer entzünden. So, bringt mir das was? Es bringt mir sogar was. Aha. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Sachen machen kann. Werde ich ja später herausfinden. Cool. Und hier ging es noch mal nach links, ne? Hier lang. Genau. Achso, nee, hier bin ich auch wieder bei denen. Okay, alles klar. Dann gibt es hier nichts weiter zu entdecken. Oh no, da oben ist noch was. Aber das kann ich easy mit meinem Seilzug runterziehen. Haha. Auf meinen Kopf rauf. So, aber das war's jetzt hier. Keine Sachen mehr zu entdecken. Genau. Das war ja sehr erfolgreich wieder mal. Wow. Das ist schade. Da solltest du mal irgendwie eine Creme nutzen. Ich habe die beiden gefunden. Sie sind in Sicherheit, aber etwas eingeschränkt. Sind das alle? Genau. Ich will mir gar nicht ausmalen, was ohne dich passiert wäre. Ich wusste, wir sprengen zu viel, aber der Kerl, der die Mine ausbeutet, Alvand, hat mich unter Druck gesetzt. Ich habe versucht, gegen ihn anzukommen. Jeden verdammten Tag. Ich hätte stärker sein müssen. Du warst für deine Leute da, als sie dich brauchten. Das warst du. Das ist auch viel wert. Albert, nur das zählt. Wie er will. Ich schicke meine Leute nicht nochmal in diese Mine. Kommst du jetzt zurecht? Ja. Ich kriege das hin. Ich stehe in deiner Schuld. Cool. Ständig höre ich von diesem Albert.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Gesichtsbemalung freigeschaltet. Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Ich habe ja immer noch rausgefunden, wie ich die Farbe von meinen Dingen hier ändern kann. Gewebe arbeiten ist ja nur das hier mit dem Ding. Naja, werde ich schon irgendwie herausfinden. Ja, der Ölrund, oder wie der heißt, der scheint sehr oft Thema zu sein in dem Land hier. Ah, guck mal. Hinsetzen, Zeit vergehen lassen, das geht doch. Das ist ja cool. Sehr gut. Das habe ich ja vermisst im ersten Teil, dass man keine Zeit überspringen kann. Aber das ist nicht bei jedem Lagerfeuer so. Sehe ich das auf der Karte? Unterschlupf. Ne, ich sehe nur Unterschlupf. Na gut. So, ich wollte mal hier gucken. Oh, was bist du? Waschbär. Aber es war keine Haut dabei. Schade. Okay, Waschbären. Hier sind vielleicht Waschbären. Da ist noch ein Waschbär. Waschbär. Ah. Was? Oh, das sind ein paar. Aua. Oh. Das sind mir ein bisschen zu viele hier. Keine Munition. Wie viele sind hier? Übertreib ruhig. Das war ja frech, der hat meine Animation unterbrochen. Au. Au. Wie kann ich mein Dings aktivieren? So, ne? Oh yeah. Bams. Da bist du. Und da bist du. Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach. Das waren alle. Das waren eine Menge. Wo kamen die jetzt alle her? Okay. Aber never mind. Das bedeutet ganz viel Loot für mich. Und das ist auch gut. So, alles gehört mir. Dankeschön. So, das waren, glaube ich, jetzt alle, ne? Ich kann noch ein paar Stöcke mitnehmen. Die brauche ich auf jeden Fall für die Munition. Hier ist noch was. Aber sonst habe ich soweit alle. So. Ist hier zufällig noch ein Waschbänder näher? Nee. Werde ich bald brauchen können. Da drüben. Das ist ein Wildschwein. Noch ein Wildschwein. Ich will hier rein. Die sind jetzt übrigens, das habe ich jetzt auch gelernt, die sind Nerzen nachempfunden.
Aber gut, bin ich ja mit Marder, Otter und so weiter, bin ich ja schon mal ungefähr in der richtigen Richtung gewesen. So, Wildschwein. Waschbär. Meiner. Waschbärhaut. Yes. Oh yes, oh yes. Das heißt dann wohl Upgrade. Beutel-Upgrade. So, Jägerpfeilköcher. So, oh Gott, was brauche ich für die nächste Stufe? Nabel, Schwein, Knochen, Metallscherben ist klar, Kaninchenhaut. Okay, Kaninchen brauche ich als nächstes. Alles klar. 24. Aber ist jetzt nicht, ist jetzt kein großes Upgrade, ne? Irgendwie nicht so. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Im ersten Teil habe ich ja bemängelt, dass die Upgrades und die krassen Waffen, dass es zu schnell geht, dass ich die habe. Deswegen finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn es jetzt etwas länger dauert, die Sachen zu sammeln. So. Noch schnell die Sachen verkaufen. Ich auf jeden Fall ein paar Metallscherben zusammen. So, kaufen. Das sind jetzt einfach nur hier Outfits, okay. Aber ich hätte gedacht, dass ich beim Näher auch meine Farben anpassen kann, aber anscheinend nicht. So. Rohstoffe. Explosiver Schlamm. Interessant. Cool. Gut, dann auf zur nächsten Quest. Das ist dies hier in diesem Haus drin. So, wer braucht Hilfe? Ich sehe da was Blaues, das möchte ich haben. Erstmal die Leute hier abziehen. Finde ich immer gut. Da. So. Hey Mildorf. Mildorf. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Oh, du auch noch? Ja, du musst den Rabatt haben. Aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Arvind schickt dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Schon wieder Arvind. Seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne hin. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Machen Alvons Leute dir Probleme? Oh ja, sie wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Und von ihrem rechtmäßigen Alvon-Rabatt will ich gar nicht erst anfangen. Und wenn du dich weigerst? Ich mache Essen, keinen Ärger. Wie bist du in Kettenkratz gelandet? Ich hatte von einer neuen Stadt am Rande der Grenze gehört. Wo eine Stadt ist, ist eine Taverne. Und ich brauchte Arbeit. Also kam ich hierher und fing an zu kochen. Manche Leute hier hatten noch nie einen ordentlichen Eber-Bären-Eintopf gegessen. Naja, und ehe ich mich versah, kamen sie immer wieder. Wegen des Essens. Oder des Biers. Der scheint ja in Ordnung zu sein. Der Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber? Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Okay. Wer weiß, was passiert, wenn ich Arvind oder seine Schläger abweisen muss. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz besorgen. Was brauchst du denn?
als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch. Sollte ich haben? Bitterkrautstängel, ein Handvoll. Das habe ich nicht. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mache sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen wird kein Problem sein. In der Kleidung kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Na, aber hallo. Danke, Mildorf. Ich halte Ausschau. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Alles klar. Mach ich doch mal. Genau, Wildfleisch habe ich schon mal. Sammle Bitterkraut, es wächst oft auf felsigem Boden. Ich habe schon genug. Okay. Naja, Prise Wagemut und hier sind die Wühler. Alles klar. Ich muss nur noch Bitterkraut und eine Metallplatte aus einem Wühlerhaufen besorgen. So, wie komme ich hier raus? Hier. Okay. Bitterkraut. Warte mal, sehe ich das richtig? Ich habe 9 Fertigkeitspunkte. Wow. Krass. Also ich bräuchte halt irgendwie auf jeden Fall mehr Heilung irgendwie. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich Mut aufbaue, wenn ich von Gegnern getroffen werde. Die nehme ich mal mit, die Fertigkeit. Stelle Gesundheit automatisch schneller wieder her, wenn du in kritischem Zustand bist. Okay. Gesundheitstränke bieten mehr Heilung und alle Tränke werden schneller konsumiert. Das ist auf jeden Fall praktisch für später. So, Nahkampfangriffe verursachen mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Okay, das auch, nur mit Fernkampf. Sammle mehr Rohstoffe von Pflanzen. So, das hier brauche ich. Verstaue mehr heilende Beeren. Also muss ich, mache ich das mit Fernkampf und Nahkampf. Und dann gehe ich den Weg lang. So. Genau. So, ich muss... ach ja, genau, hier nur links. Ist das hier schon Bitterkraut? Offenbar wird Bitterkraut gerne auf felsigem Boden. Aber das sieht schön aus. Das ist sehr grün. Sehr saftiges Grün und Schmetterling sind das. Schön. Da hinten ist auch noch eins. Zack. Okay, das dürfte genug Bitterkraut sein. Ja, aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich ja noch mal ein paar mehr sammeln. Wenn schon, denn schon. Okay, ich glaube, das war's sogar schon. Na, da rechts ist noch eins. Okay. Oh, dieses Wasser sieht so schön aus. Richtig so ein ja, grün, türkis, neon irgendwie so. Cool. Richtig schön. So. Auf zu den Wühlern. Das Problem ist, ich würde den Köcher jetzt noch mehr erweitern. Aber die Tiere, die ich dafür brauche, denen bin ich noch gar nicht begegnet. As far as I know. Oh. Wildschwein nehme ich trotzdem mal mit für das ganze Fleisch. Weil ich glaube... Oh. Ich glaube, ich unterschätze so ein bisschen die Macht von den... von den Mahlzeiten. So, Dankeschön. Au. Was war das denn? Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, der ist gesprungen.
So. Ah ja. So. Aber das waren jetzt noch keine Wühler. Das waren Gräber. Nee, keinen Stein werfen, ich möchte mich heilen. So. Was sind das hier für Dinger? Feuerreishorn. Mhm. Nein, ich wollte eigentlich diesen Vogel abschießen. Naja, egal. Jetzt kämpfe ich gegen den. Ich liebe diesen Move. Und der andere ist weg, ne? Reishorngeweih. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch noch brauchen werde irgendwann für ein Upgrade. Ziemlich sicher. Ich bin jetzt hier schon, ne? Und da hinten sind die Wühler. So. Gut. Ja. Es sind, glaube ich, wieder viele. So, komm noch ein bisschen näher, bitte. Noch ein bisschen näher, bitte. Bin ich dir sehr verbunden. Aha. Och nö. So, wer hat mich jetzt gesehen? Der hat es gemerkt. Okay, gut. Ja, der wird mich jetzt sehen, der Nerz. Ja, hat mich gesehen. Aua. So. Hier ist noch einer. Oh Gott. Oh. Okay, es waren doch nicht so viele, wie ich dachte. Umso besser. Doch, da ist noch einer. Der hat sich versteckt. Frech. So. Das waren jetzt aber alle. Gut. Ja, erst die ganzen Sachen einsammeln, dann gehe ich zu den Haufen. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich will hier durch. So. So viele Steine brauche ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit die Steine einsammle. Naja. Mhm. Hallo. Guten Abend. Und noch ein bisschen Bitterkraut, sehr gut.
So, hier ist doch bestimmt eine Metallplatte drin, oder? Aha, gewählte Metallplatte. Das ist gut, ich habe jetzt richtig Hunger. Na dann. Hier ist noch eine Kiste. Nehme ich auch noch mit. Nein, lass dich fallen. Lass dich fallen. Oh. Wieso möchte sie diese... So. Mann. Ah, hier ist sogar noch eine Kiste. Cool. Und da ist noch eine Kiste. Ist hier irgendwie ein Feuer? Zufällig? Ja, noch eine blaue Kiste, sehr gut. Da hinten ist Feuer. So, da ist das Feuer. Kann ich mich nämlich schnell zu dem Typen orten. So, und zwar dahin. Die Ladezeiten sind auf jeden Fall auch sehr gut. So, ich hab was für dich. Da bist du ja. Bitteschön. Es gab einen weiteren Besuch von Erwind, höchstpersönlich. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich hab mich sogar gewehrt. Oh ja, das hab ich. Bin ganz Ohr. Ich hab sein Essen mit. Ganzen... drei Riesensalz gekürzt. Statt mit zwei. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich habe, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Das ist ja freundlich. Nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Na, auf jeden Fall.